Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Reaction Video Number 5, Numero 5, Numero 5. Goden an oder so ähnlich auf Japanisch. Hier zum Homo Ökonomicus. Und schauen wir doch gleich mal rein. Ohne längere Umschweife. Ich glaube, die Überschrift war so etwas wie: Ich werde wohl Georgien verlassen müssen. Aha, Bis vorgestern war das doch noch so schön dort. Ich kenne das Video nicht, ich lasse mich gerne überraschen, ich hoffe ihr auch. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich hier einen sehr, sehr stressigen Tag hatte. Falls ich, falls ich diesen Husten immer haben sollte, nur ganz kurz zur Erklärung. Den habe ich erst seit 5 oder 6 Jahren und ich hatte ihn jetzt eine Zeit lang nicht und jetzt ist er wieder gekommen. Und das ist ein sogenannter Stresshusten. Ja? Also wenn ein Mensch, ja, nur ganz kurz zur Erklärung, wenn ein Mensch extrem viel Druck ausgesetzt ist und stresst, dann hat er irgendwelche Ventile, ja, wo es dann wieder rausgeht. Also manche machen irgendwie Sport, dazu mache ich wahrscheinlich zu wenig. Andere kriegen einen Hautausschlag, ja, oder Husten oder sonstiges. Und bei mir ist es ein sogenannter Stresshusten. Na, also hat nichts mit Krankheit zu tun und auch eigentlich eine Schwäche meiner Stimmbänder, weil ich den ganzen Tag am Telefonieren bin, weil es mein Hauptjob ist. Okay, nur so kurz, so viel zu weit zur Erklärung. Ansonsten würde ich sagen, you can do it. Was haltet ihr von meinem neuen T-Shirt hier? Geiler Scheiß, oder? Ja, okay, Mish Millionaire. Das geht dann hier unten noch weiter. Ja, Mish Millionaire hier. Yes, baby. Yes. Yes. Yeah. Okay. Video. Mein Name ist Dara. Ich möchte heute mal über meine nähere und fernere Zukunft sprechen. Eins meiner Ziele für dieses Jahr ist ja, eine neue Basis zu finden. Und da gab es dann sehr, sehr viele Fragen direkt im Anschluss. Und ich habe seitdem schon das ein oder andere Video dazu gemacht, warum ich aktuell weiterziehen muss. Davor noch ein kleiner Einschub. Wenn ich heute anfange zu schwitzen, dann, ja, es ist unfassbar warm und es hat geregnet. Und wenn es hier in Georgien einmal regnet, dann wird alles grün, dann sprießt es, ist der Wahnsinn. Und es ist, keine Ahnung, hohe Luftfeuchte und es ist einfach nur irre warm. Also entschuldigt meine knappe Luft und die Temperaturen hier und mein Schwitzen. So. Also nur ganz kurz hier, schon mal kurz stoppen. Unverzeihlich. Ja. Also ein Mensch, der schwitzt, ist mir schon echt suspekt. Ne? Also, der traut sich was. Ne? Der traut sich was. Der Homo Ökonomicus. Das Weitergehen, ich habe schon erklärt, dass unter anderem das Steuersystem in Georgien grundsätzlich bombastisch ist, aber unter meinen Bedingungen nicht so ganz das Gelbe vom Eis. Ich habe da schon ein Video zu gemacht, dass ich das, ja, muss ich nicht noch... Nein, musst du nicht noch mal erklären. Und ich finde es halt echt heftig, aber auch gleichzeitig total logisch. Ne? Weil auch der georgische Staat ist ja auch kein Dummkopf. Und die meisten absoluten Steueroasen sind ja in der Regel sehr, sagen wir mal, entweder korrupt, total, also durch und durch. Dazu gehören zum Beispiel so Inseln wie Malta, Zypern und so weiter. Ja, das ist halt einfach so. Ich habe da einige, ich kenne einige Leute, die das ganz genau bestätigen können. Weil die da öfter waren und auch geschäftlich und so weiter. Und oder das andere ist einfach, dass du, also es gibt nur 3, 4 Gruppen von absoluten Null-Steueroasen, ja, die echt selten sind. Alle anderen sogenannten steuergünstigen Länder haben auch ihre Steuern, nur eben andere Steuern und auch anders gewichtet und so weiter. Ne? Aber die müssen ja auch irgendwas einnehmen, wie gesagt. Nur die Staaten, die halt korrupt sind oder halt, sagen wir mal, ja, mir fällt eigentlich gar nichts ein. Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, Dubai hat null Steuern. Ja, aber nur in ganz bestimmten, sagen wir mal, in einem ganz bestimmten, durch eine ganz bestimmte Brille. Das heißt, wenn du da jetzt hingehst, hast ein Business und bist in dieser komischen Wirtschaftszone als Ausländer, dann zahlst du halt zum Beispiel keine Einkommensteuer oder keine Gewerbesteuer oder solche Steuern, wie wir sie halt hier zum Beispiel in Deutschland kennen. Aber dafür zahlst du halt für, soweit ich weiß, alle Luxusgüter oder halt so ziemlich alles, was du kaufen kannst, zahlst du letztendlich doppelt so viel wie zum Beispiel in Deutschland. Ne? Also jeder,
Du musst jeden Euro sozusagen doppelt verdienen, dass du denselben Standard hast, wenn du konsumierst in Dubai wie in Deutschland, ja, durchschnittlich. Ja, so habe ich mir das mal erklären lassen. Ja, okay. Also ich zahle zwar keine Steuern, muss aber gleichzeitig doppelte Preise bezahlen. Also ja, also dann muss ich schon, sagen wir mal, jetzt wieder dann wieder irgendwie achtstellig sein. Ja, dass ich das dann sozusagen wieder aufhebe, weil ich kann nur bis zu einer gewissen Grenze konsumieren in der Regel und dann habe ich dadurch wieder einen riesen Vorteil oder sowas. Aber so als Mittelverdiener, ja, also ich glaube, da ist jetzt auch aktuell auf dem Stand der Dinge Homo economicus, dass irgendwie so gut mittel sechsstellig irgendwas verdient. Ich glaube noch nicht, dass er über siebenstellig verdient. Und dann das sind halt so Länder wie Dubai und so viel zu teuer. Also das rentiert sich halt nicht, weil du einfach für die Infrastruktur zahlst und so weiter. Ne? Alles ist ewig teuer, Mieten und so weiter. Und du lebst halt dort in den absolut zwei Klassengesellschaften. Ne? Du lebst halt in Ländern, wo es keinen Mittelstand gibt. Ne? Es gibt einfach nur die Reichen und die Armen. Ne? Und um zu den Reichen zu gehören, musst du halt entsprechend investieren und Geld ausgeben und so weiter. Und ja, jetzt habe ich mich wieder etwas verloren. Jetzt schauen wir mal weiter, was er noch zu sagen hat. Das dauert zu Mal lange. alles aufkauen oder wiederkauen, das ist, denke ich, jetzt den meisten klar. Es gibt aber auch noch andere Probleme, die es ja, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Ein Beispiel ist, wenn du dein Geld im Internet verdienst, dann hast du hast einen Shop und da gibt es oft gar nicht so viele Möglichkeiten, was für Zahlungsanbieter du verwenden kannst. Also zumindest hier gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und meistens läuft es dann hier auf PayPal hinaus und PayPal, sobald du mehrere Währungen hast, ist die Katastrophe, das willst du nicht nehmen, ist ganz, ganz übel. Also PayPal fällt eigentlich auch raus. Und in Deutschland nutzt man zum Beispiel sowas wie Stripe. Das kennen sicherlich auch viele. Ich glaube, die gehen dieses Jahr auch an die Börse oder sind schon an die Börse gegangen, keine Ahnung. Ist ein geniales Unternehmen. Problem ist, ist in Georgien nicht verfügbar. Es gibt auch noch viele andere Zahlungsanbieter, die so was Ähnliches machen, aber keiner ist irgendwie so gut wie Stripe. Aber funktioniert in Georgien nicht. Also Georgien, 4 Millionen Einwohner, eigene Währung, nicht die Kaufkraft, ist, glaube ich, einfach für viele Unternehmen nicht wirklich attraktiv. So. Wenn man das nicht braucht, alles kein Problem. Ich zum Beispiel brauche es auch nicht, aber für die ein oder andere Aktivität wäre es jetzt ganz praktisch. Aber ja, Pustekuchen ist halt nicht. Und eine andere Sache, die zum Beispiel in Georgien auch ein bisschen kritisch ist für mich oder für uns, ist, wenn du hier in Deutschland funktioniert das System so, wenn du eine Wohnung hast in Deutschland, dann bist du, egal wie lange du im Jahr in Deutschland bist, bist du steuerpflichtig in Deutschland, solange du nirgendwo anders steuerpflichtig wirst. In Georgien funktioniert das ein kleines bisschen anders. Wenn du hier eine Wohnung hast, ist das vollkommen egal. Das sagt nicht, dass dein Lebensmittelpunkt hier ist oder dass du hier Steuern zahlen musst. Das heißt, du musst mindestens 183 Tage im Jahr hier sein. Und wenn man ein kleines bisschen mehr reisen möchte und sich noch ein bisschen mehr von der Welt angucken möchte, dann ist das natürlich ein Problem. Und gerade jetzt in Covid-Zeiten, wo es dann passieren kann, dass du halt mal auf einmal nicht mehr ins Land reinkommst oder ja, wo halt die verrücktesten Dinge passieren. Stopp. 183 Tage. Nee, den wollen wir jetzt nicht. Den DAX. Was sind das jetzt? 183 Tage sind 3 geteilt durch 183. Sind 4, 5, 6. Sind das 6 Monate? Warte mal kurz. 6,1 Monate. Also du musst, bist gezwungen, mindestens ein halbes Jahr in Georgien zu sein. An einem Stück oder. Oder wie kontrollieren die das oder so? Das würde mich mal interessieren. Für Leute, die doch ein kleines bisschen mobiler unterwegs sind, zumindest solange man noch keine Impfung hat. So, also es gibt einfach so viele kleine Dinge in Georgien, die aktuell nicht passen, die halt ja aktuell nicht passen. Aber das heißt nicht, dass das ewig so sein wird. Aber oh, okay, weiter. Georgien ist für mich so ein bisschen, oder die Frage ist eigentlich, okay, wenn Georgien jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist für dich, warum bist du dann überhaupt noch hier? Dann suchst du doch was anderes. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das von euch kennt. Für mich ist das, oder ich habe dieses Gefühl das erste Mal gehabt, als ich mich 2018 abgemeldet habe aus Deutschland und dann sind wir nach Bangkok, nach Thailand. Und ich erinnere mich, dass ich da erstmal das Video, wenn ich mir das angucke, wie schön normal da alles war, noch ohne Maske und so weiter. Ich gucke mir das Video ganz gern mal an. Ich pack's ja auch noch mal rein. Ich erinnere mich, dass ich damals
nachts oder am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, aufs Dach gegangen bin und mich in den Pool gelegt habe. Und ringsrum war halt dunkel und nur die Skyline. Du hattest nur die Wolkenkratzer, die beleuchteten Wolkenkratzer um dich herum. Und ich hatte dieses Gefühl, ich kann die Welt verändern. Ich habe das Gefühl, du kannst alles erreichen, du kannst Berge versetzen. Das ist ein, wenn ich dieses Gefühl, das sorgt dann einfach dafür, dass, keine Ahnung, dann klappt das irgendwie auch. Also dieses Gefühl ist schwer zu beschreiben. Und dieses selbe Gefühl habe ich in Georgien auch. Zum Beispiel, wenn ich laufe hier gerade so einen Weg entlang und ihr seht hinter mir sind, ich hoffe. Stopp. Ja, Georgien und Bangkok. Überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Ich meine, ihr vergleicht jetzt hier wahrscheinlich die Berge, die Aussicht oder irgendwie sowas oder einfach die Hügellandschaft oder das tolle Wasser oder irgendwas, was da halt schön ist, mit Bangkok. Also Bangkok ist natürlich eine komplett andere Welt, ja, weil du dort quasi nie Winter hast, ja. Da leben die Leute ihr ganzes Leben lang im Flipflops. Dann hast du halt dort extrem viel Armut, ja. Du hast dort extremst viel Bangkongnesen, Thailänder, glaube ich, sind das, oder? Ich weiß gar nicht. Also ich bin kein so großer Bangkok-Fan. Du hast dort extrem viel Smog, ja. Und ich weiß nicht, also es ist halt einfach, du bist halt sehr weit weg. Ja, sehr weit weg vom Schuss. Wenn mal was passieren sollte, weiß ich nicht, ist es meiner Meinung nach, ist Bangkok oder so, ja, diese Asien, diese Drittländer in Asien sind eher vergleichbar mit Südamerika, mit den meisten Ländern in Südamerika. Ne? Also wenn ist alles schön, solange du gesund bist und alles super ist, ne? Aber wenn du halt mal was brauchst, ja, was sozusagen Gesundheit oder sowas ist, ja, und du sozusagen an den Standard gewöhnt bist, an den Standard eines Mitteleuropäers, oder ich würde mal gar nicht mal sagen Mitteleuropäer, weil als ich mal einen Arzt gebraucht habe, einen vernünftigen in der UK, also in England, und einmal war ich in Belgien, hätte ich einen gebraucht, und einmal war ich damals in Frankreich, und ich war auch schon mal in Italien, in Rom, und hätte einen vernünftigen Arzt gebraucht, mein Gott, ich kann euch sagen, das war nicht einfach, ja, und ich konnte, einmal war es so, dass ich dann Gott sei Dank irgendwie einen Italiener sehr gut kannte, eine italienische Familie, wo ich damals gelebt habe, die konnten mir dann einen vernünftigen Arzt empfehlen, aber da gibt es Ärzte, die haben ihr Zertifikat einfach gekauft, ne? Das sind irgendwelche, ja, das sind gar keine richtigen Ärzte, also da gibt es echt alles, und ich sage immer, ab Rom beginnt die dritte Welt, ne? Und das wirst du wahrscheinlich in Zypern auch nicht viel anders haben. Und ganz ehrlich gesagt, ich kenne auch ein paar Insider, die haben Immobilien und kennen sich wirklich gut aus auf diesen Inseln, wie zum Beispiel Malta und Mallorca, kenne ich einen langjährigen Kollegen von mir, der sagt, hey, wenn du in Mallorca mal vernünftigen Arzt brauchst, nur mit bringst du gleich am besten Cash mit, ne? Und so ist es halt. Ja? Und ich sage jetzt nicht, ich muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, wir haben einen sehr hohen Standard in Deutschland mit Ärzten und Medizin und so weiter. Aber auch hier gibt es schlechte Ärzte. Ja? Und auch hier musst du genau schauen. Nur die Sprache. Also wenn du jemanden, einen Arzt erklärst in deiner Muttersprache, was dir fehlt oder was dir fehlen könnte und so weiter, ist natürlich viel einfacher als wie in Englisch oder vielleicht sogar noch in einer dritten Fremdsprache. Also das sind so Sachen, über die sich natürlich junge Menschen überhaupt nicht Gedanken machen, die halt einfach Feuer und Flamme sind, irgendwas zu unternehmen und so weiter, habe ich mit anderen auch nicht gemacht. Aber das ist halt was, wo, wenn es mal passiert, auf jeden Fall wirst du damit dann deine eigenen Erfahrungen hoffentlich sammeln. Und man sollte vorweg einfach wissen, es gibt bestimmt bestimmte Regionen und Länder da, wo halt einfach, das hat er aber auch selber schon erfahren, ich empfehle euch das Video mal zu gucken von ihm, als er damals drei Monate irgendwo da in Südamerika war. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Panama oder irgendwas, ja, und so weiter. Also schauen wir mal kurz weiter. Man kann sehen, es sind super krasse Berge. Und da gibt es so Berge, da kannst du hochgehen. Und dann kannst du unfassbar weit gucken über alles. Und ich habe dann immer das Gefühl, dass Georgien gerade nicht der beste Ort ist für mich, allein weil die Steuerlast für mich erdrückend hoch ist. Also das Video würde ich euch auch empfehlen, nochmal anzuschauen von ihm, weil das ist wirklich interessant. Sobald du zum Beispiel Internet machst, also du gehst ja nach Georgien nicht, weil du
physisch gebundene Business machst oder was. Ja? Du bist ja Internetunternehmer. Also mal stehe ich mal stark davon aus, wenn du nach Georgien gehst, ja. Und sobald du Internetunternehmer bist und willst zum Beispiel Traffic einkaufen, so wie er es eben auch jetzt macht, über Google, egal was, ne, dann zahlst du dort Sondersteuern, und wenn du dir, sagen wir mal, billige Arbeitskräfte einkaufen willst, virtuelle Arbeitskräfte, die nicht in Georgien ansässig sind, dann zahlst du wieder Steuern, ja. Ähnlich wie in der Schweiz. Ja. In der Schweiz gibt es zum Beispiel ein Gesetz, das dir verbietet, dass du Freelancer im Ausland irgendwie beschäftigst und so weiter. Und da gibt es auch harte Strafen dafür. Es gibt so viele kleine, so viele Sachen, die du dir Gedanken machen musst, bevor du irgendwo auswanderst, weil sonst wäre ich schon längst wahrscheinlich auch irgendwo anders. Aber ich bin halt etwas älter und etwas erfahrener, und früher bin ich immer sozusagen mit der Tür ins Haus gefallen, ja, habe gesagt, oh, ich will in das Land, da will ich leben, ja, da scheint die Sonne oder da sind die Frauen schön oder irgendwie sowas, und bin einfach boom, rein und habe dann die ganzen Erfahrungen sammeln müssen, bin meistens eher mal wieder zurückgekommen, als ich hingegangen bin, ja. Und aber damals gab es noch nicht so das Internet wie heute. Also ich rede von damals, wenn ich sage damals, das ist bei mir sehr, sehr lange her, im Vergleich zu den meisten Zuhörern hier wahrscheinlich. Also wir reden hier von den 90ern. Und ja, auf jeden Fall, ja, was soll ich sagen? Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Weiß ich schon wieder nicht mehr. Ey. Ich bin wieder verplappert. Also mal. Und ja, ich muss rein rational woanders hin. Und da ist es gar nicht so einfach, kurzfristig was zu finden, wo man hin kann. Und aktuell sieht es so aus, dass wir in naher Zukunft nach. Warte, warte, ich muss raten. Okay, jetzt kommt's, wo er hin will, okay? Ich finde es erstmal schon super überraschend, dass er wieder aus Georgien weg will, aber er ist halt so ein rationaler Typ, und er ist auch so ein Typ, der extremst mobil ist, ne? Das ist die wenigsten, also es ist wirklich so, die wenigsten können das, ne? Also das ist natürlich klar. Aber er ist noch recht jung, ich glaube, er geht jetzt langsam auf die 30 zu, ne? Und also knapp 5 Jahre jünger wie ich. Und ja. Wo will er hingehen? Also ich traue mir wetten, ohne dass ich es jetzt weiß, dass er nicht nach Südamerika gehen wird, weil wegen der schlechten Erfahrung mit seiner Freundin. Also seine Freundin wäre, glaube ich, fast gestorben in irgend so einem verstaubten im Dschungel, in irgend so einem Krankenhaus und weiß der Kuckuck, ja. Also da er wirklich schlechte Erfahrungen gehabt in Südamerika, da würde er nicht hingehen. Dann Asien, da gibt es zu viel Dschungel und so, da ist er total aversiv dagegen. Also diese ganzen Viecher und so weiter, ich kann es auch nicht haben. Es ist einfach zu, ja, ich glaube, zu schmutzig auch. Er hat mal gesagt, da muss man duschen mit dem und gleichzeitig den Mund zu pressen. Also ehrlich gesagt, das wäre auch nichts für mich. Ja? Also Asien auch nicht. Also wo könnte er hingehen? Ich sag mal Malta. Malta könnte, das haben die wenigstens auf dem Radar, aber das sagt man, glaube ich, so gut wie gar nichts. Ist halt eine ultra kleine Insel. Ich meine, da kriegst du eigentlich Platzangst. Schweiz könnte sein. Also, dass es fast, also quasi wieder fast vor die Haustür in Deutschland geht. Ja, aber weil er halt auch die Berge mag und das alles. Ansonsten halt irgendein Land, von dem ich noch nichts weiß. Ja, wo er cool findet. Also so Australien und so weiter glaube ich nicht, weil es ist zu weit weg. Und da gibt es halt auch die ganzen Tiere und so weiter, die kann er gar nicht haben. Ja, also damit kann er gar nichts anfangen. Und Dubai hat er ja schon mehrfach erklärt, dass es könnte sein, dass er temporär vielleicht nach Dubai geht. Aber ich glaube, A, dazu ist er zu clever, weil er einfach noch nicht reich genug ist, weil in Dubai musst du hingehen, wenn du mindestens zweistellige Millionenbeträge verdienst. Ja? Da reicht eine Million im Jahr nicht. Das lohnt sich nicht. Also da ist er, glaube ich, schlau genug, das zu wissen. Und B, ist er kein Dubai-Fan, weil er halt so ein bisschen Anti-Muslim oder irgendwas ist oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, er hat es mal gesagt, mit diesem, ja, da fühlt er sich nicht wohl oder sowas, obwohl Dubai ja eine Insel ist in der Wüste, ja, wo letztendlich die gleichen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kenne mich mit Dubai auch nicht super klasse aus, weil es für mich auch viel zu teuer. Also, wo könnte er dann noch hin? Ja, ich weiß nicht, also Zypern könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob er. Wahrscheinlich zahlt er in Zypern keine Sondersteuern. Ja? Weil diese Grundsteuer, die musst du ja auch in Zypern zahlen. Also Zypern ist nicht null.
Ja, Zypern ist, ich glaube, insgesamt zahlst du dort, ja, kommst du so auf, ich glaube, du zahlst irgendwie so eine Steuer, Gewerbesteuer, glaube ich, 7% oder was die haben. Also du gehst auf jeden Fall unter 15%. Ich glaube, 10% zahlst du dort im Schnitt. Also quasi wie Bulgarien. Bulgarien könnte noch sein, weil du dort auch eine Flat-Fee mit 10% hast. Ja. Dann noch vielleicht diese Estländer oder sowas. Ja, aber da weiß ich auch nicht genau mit den Prozenten. Schauen wir mal, was er sagt. Ach, scheiße, jetzt habe ich mich verklickt. Fucking hell. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich könnte mir vorstellen, dass wir Okay. Jetzt kommt's. 2, 3 Monate im Jahr auf Zypern leben und dort steuerpflichtig sind und Oh. ansonsten zum Beispiel viele Monate im Jahr hier in Georgien sind. Das ist einfach, man muss hier mal herkommen. Das ist einfach, keine Ahnung, du bist der König der Welt. Wir haben jetzt abends, ich weiß, das ist immer ein blödes Beispiel, wir haben jetzt abends Essen bestellt. Wir haben viel gearbeitet. Sonntagabend. Und hatten noch Hunger. Und du bestellst halt was. Und wir haben bestellt, keine Ahnung was, irgendwelche Wraps mit irgendeinem Salat, das ist sogar noch was Gesundes. Und so Shakes dazu. Und wir haben zusammen bezahlt 5,80 € dafür. Du kannst ja einfach mit wenig Geld ein Leben haben. Irgendwie so Lifestyle-mäßig ist das einfach nur. Ja, Leute, ich kenne das Gefühl, wenn du in einem Land lebst, wo du. Ich finde es allein schon in Ungarn cool. Also, aber wohlgemerkt ist es mittlerweile auch schon sauteuer. Aber in manchen Bereichen oder so, also wenn du dich halt, sagen wir mal, ein bisschen ländlich, ja, und du zahlst halt für ein Cappuccino, und ich meine, jetzt ist eh alles geschlossen und scheiße. Aber damals halt, noch, als noch offen war, du sitzt halt irgendwie in so einem Café in Cappuccino, oder damals Italien noch, ja, also vor 20 Jahren natürlich, als noch vor dem Euro, ne? Also irgendwie so Cappuccino oder irgendwas, ja, und zahlst halt irgendwie 50 Cent oder sowas, ja. Wo du halt hier in München oder so halt das 3-, 4-, 5-fache zahlst, das ist natürlich schon ein geiles Gefühl, ja. Aber gut, das ist halt nur das, was du konsumierst. Und ansonsten musst du halt schauen, das ganze Drumherum ist ja natürlich auch wichtig, ja. Also das ist ja nur ein kleiner Teil von vielen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen. Also hier Berge versetzen, wohin gehen Millionäre, das ist noch ganz interessant. Brennen wir ganz gern mal. Und danach dann hier hochzugehen, super Gefühl. So, jetzt habe ich viel gequatscht. Also, nahe Zukunft wird wohl so sein nach Zypern, aber quasi mehr hier leben als auf Zypern ist so die Überlegung grundsätzlich. So, und jetzt reden wir noch über die etwas längere Zukunft, längerfristig. Und längerfristig muss ich ehrlich sagen, bin ich gerade ziemlich ernüchtert. Ernüchternd, ernüchtert, ernüchtert. Wo gehen die meisten Menschen hin, die ein bisschen Geld haben, was ich hoffe, in einigen Jahren erreicht zu haben? Die gehen nach in die USA, die gehen nach Australien, die gehen nach Neuseeland, die gehen nach Kanada. Es sind so typische Länder, wo Menschen hingehen. Das sind jetzt im Übrigen alles keine Länder, wo Steuern besonders niedrig sind oder sowas, aber wo die Freiheit noch relativ groß geschrieben wird. Allerdings ändert sich das, glaube ich, gerade in vielen Bereichen so ein kleines bisschen. Also Beispiel Neuseeland. Und da kommt jetzt eine ewige Slideshow. Ich habe es dir schon ein bisschen vorgecheckt, was ich jetzt nicht ganz verstehen kann, aber ist egal. Also ich möchte lieber hier den Aaron sprechen Es hören. stand echt an der Kippe und an der Klippe, muss man eigentlich sagen. Neuseeland, es war richtig katastrophale Bedingungen und dann radikal marktwirtschaftliche Reformen durchgedrückt. Okay, Wirklich Neuseeland interessiert uns ein bisschen an sowieso Ludwig nicht. Fallen Empire. Ding gewesen. Langfristig musst du in die USA. Ich war noch nie in den USA, aber habe da schon, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann. Ja, zu den USA nur ein einziges Wort. Innerhalb der USA, ja, gibt es unterschiedliche Staaten, wie wir wissen. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die wiederum sind so unterschiedlich, als wie wenn es letztendlich andere Länder wären. Nur, dass alle die gleiche Sprache sprechen. Aber auch das ist sehr unterschiedlich. Teilweise, wenn du sozusagen dort irgendwie in Kentucky jemanden sprichst, der hat einen krassen Akzent und so weiter. Also es ist ein riesiges Land und es ist einfach, du kannst nicht, du musst einfach, also kommt drauf an, wohin du gehst in Amerika, ja. Also diese ganzen West- und Ostküstler, die du sozusagen in der Regel sehr offene Leute sind, ja.
die du auch, das sind auch die Amerikaner, und er spricht ja auch von einem Amerikaner vorhin, den er getroffen hat oder irgendwie sowas, oder Freunde, viele Amerikaner Freunde hat, sagt er immer, ja, ich kenne es sehr gut. Wenn du im Ausland bist als Deutscher, dann hast du meistens ausländische Freunde, und das sind meistens Amerikaner, ja, oder englischsprachige Leute, weil erstens, weil die halt einfach Englisch sprechen, und auf der zweiten Seite, weil die extremst offen sind, ne? Aber das sind halt dann eben die Amerikaner aus der East Coast, aus der West Coast, New York Area, LA, San Francisco, Seattle, ja. Oben noch die paar großen Städte wie, naja, es gibt schon viele Städte, okay, die halt auch sehr offen sind und so weiter. Aber letztendlich gibt es eben extremst viele unterschiedliche Leute und alles. Und da ist es nicht so, dass es kann sein, die Amerikaner oder die USA oder so, ne? Also da gibt es Unterschiede ganz krass. Und ja, wir haben, glaube ich, uns verbindet was. Er will auch schon die ganze Zeit in die USA, aber er zieht es immer zu ständig raus. Und wahrscheinlich trifft ihn dann das gleiche Schicksal wie bei mir, weil ich bin dann nie dort gelandet, wirklich. Ich meine, ich war zwar da, im Gegensatz zu ihm, aber er hat ja noch ein bisschen Zeit. Er ist noch 5 Jahre jünger wie ich. Und ja, letztendlich ist es so, dass wenn du wirklich, meiner Meinung nach, wenn du ein sogenanntes Number One Destination hast, ja, die Number One Destination, dann solltest du möglichst zeitnah versuchen, das auch zu realisieren. Denn zwei Punkte. Wenn du erstmal dort bist, siehst du die Realität. Davor findet die Realität nur in deinen Gedanken statt, in deiner Vorstellungskraft. Das heißt, du weißt eigentlich gar nicht, wie es dort tatsächlich ist. Also in allen Ländern, wirklich in allen Ländern, ich hatte damals eine Top-5-List. Also Top-5-Länder, wo ich mal leben und arbeiten wollte, zumindest mal, und Sprache lernen. Ja, zumindest ein Jahr oder vielleicht sogar noch länger. Und ich habe dann nicht alle geschafft, weil es einfach die Realität immer anders ist, wie das, was du dir im Kopf zurecht denkst. Ja? Du denkst dir zum Beispiel, naja, ich habe hier 5 Top-5 Länder, ja, und in jedes dieser Länder möchte ich ein Jahr leben, arbeiten und die Sprache lernen. Und dann bist du plötzlich irgendwie in einem Land und hast nach einem Jahr gerade mal die Sprache gelernt und bist dann erst richtig fähig, einen vernünftigen Job auszuüben. Ja? Dann sagst du dir, jetzt werde ich das Land nicht verlassen. Und dann bleibst du noch ein zweites Jahr und so weiter. Ne? Oder du lernst jemanden kennen, ja, dann wirst du das Land auch nicht verlassen unbedingt, ja, weil die Person kann vielleicht nicht mal Englisch, ja, du kannst vielleicht die Sprache des Landes, aber und so weiter, ja. Also das heißt, auch wenn du, das ist mein wirklicher Tipp an junge Leute, wenn es dein Traumziel ist, die USA, mach die USA und mach nicht 5 Schleifen und zigtausend Zickzacks und was weiß ich alles noch für einen Käse davor, mach die USA. Ja, weil wenn es es dann doch nicht ist, dann fall dort auf die Schnauze und dann ist es abgehakt für dein Leben. Ja, denn ich kann dir eins sagen, wenn du es 10 Jahre rausziehst oder sonst irgendwas, dann haben sich so viele Dinge wieder verändert in deinem Leben, dass du vielleicht, dass die Wahrscheinlichkeit, desto länger du wartest, ist die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass du es nie wirklich packst. Ja, es gibt so Beispiele, wie zum Beispiel positive Beispiele. Ich bin nicht d'accord mit allem, was zum Beispiel Bodo Schäfer sagt oder macht oder tut. Aber diesbezüglich finde ich das cool. Der Bodo Schäfer, der hat damals auch Probleme gehabt mit seinen Eltern und so weiter. Und der ist dann einfach abgehauen. Ja, also irgendwie, ich keine Ahnung, 16 war oder 18 oder irgendwie, total jung. Einfach pleite, wirklich pleite, in die USA abgehauen. Und hat dort einfach überlebt und sein Ding gemacht. Weil er einfach in die USA wollte, ist er in die USA gegangen und nicht in 5 andere Länder davor noch und so weiter, um irgendwas zu sparen, zu machen, zu tun oder sich ausbilden zu lassen oder sonst was. Du hast eine Traumdestination, geh da verdammt nochmal hin. Egal aus welchem Grund das jetzt deine Traumdestination ist. Bei mir war das damals, waren es tatsächlich wirklich die Leute. Ich wollte immer in die USA wegen den Leuten, weil egal wo ich war, die coolsten Leute waren immer irgendwo aus den USA, aus unterschiedlichen Städten und Orten, aber es waren immer irgendwo da. Und ich habe auch viele Leute auf meinen Reisen kennengelernt, die waren, was weiß ich, aus Neuseeland oder Australien oder sonst irgendwelche anderen englischsprachigen Länder. Aber die coolsten waren immer aus den USA. Immer. Ja, und Kanada vielleicht auch noch. Ja. Und also es war teilweise echt unfassbar offene und
also echt, sagen wir mal, Leute, die großzügig sind, die ohne unvoreingenommen sind, ohne Ende, ja, also quasi, also genau das Gegenteil von dem Image, was man manchmal so verbreitet bekommt. Natürlich gibt es auch die Voreingenommenen, aber es ist ja eben das, ne? Wenn du reist, triffst du sowieso die coolen Leute, ja? Und das ist auch immer die Gefahr dabei, wenn du dann sozusagen auf dessen Basis dich für ein Land entscheidest. Insofern finde ich es schon ganz gut, dass er seine ganzen Entscheidungen bezüglich Auswandern immer sehr rational trifft, ja, mit Steuern und den ganzen Käse. Ich habe sie damals genau gegengesetzt, also genau nicht rational, also genau unrational getroffen. Ich habe mir über Steuern und den ganzen Käse überhaupt null Gedanken gemacht damals. Ich habe immer nur geschaut, dass ich irgendwie Geld irgendwoher bekommen habe, verdient habe oder irgendwas. Und habe nur geschaut, ja, welche Sprache will ich lernen, ja, wo sind die nettesten Leute oder sowas, ja, also ich habe mir da nie Gedanken gemacht um Finanzen, ja, und das war vielleicht mein Fehler, ja, das macht er wahrscheinlich sehr viel besser. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich fühle Ich fühle eine innere innere Verbundenheit Verbundenheit mit mit den den USA, USA, zumal zumal viele viele meiner meiner Freunde Freunde aus aus den den USA USA kommen. kommen. Allerdings Allerdings merke merke ich ich auch auch anhand anhand der der Bücher, Bücher, die die ich ich lese, lese, anhand anhand der der Gespräche, Gespräche, die die ich ich mit mit Amerikanern Amerikanern führe, führe, dass dass sich sich die die USA USA verwandeln, verwandeln, dass dass die die USA USA sich sich einen einen anderen anderen Weg Weg gehen. gehen. Und Ah, das jetzt ist habe ich schon, vor. das ist alles nicht so schlimm. Wir müssen mal vorspielen, Leute. Ich zerfließe gerade. Ohne Scheiß. Ich schwitze mit dem guten Herrn mit. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich muss jetzt auch wirklich weiter, weil ich habe echt den ganzen Tag hier schuften müssen ohne Ende. Das ist also so mit automatischem Geldverdienen ist es bei mir noch nicht so weit wie bei ihm wahrscheinlich. Ab nach Australien vielleicht noch. Ganz interessant. Ich sage euch, Leute, schaut euch das ganze Ding. Ich schaue es mir später noch bis zu Ende an. Und ich empfehle euch, dass ihr das vielleicht auch tut. Hier unten ist sein Link. Ja, abonniert seinen Kanal und gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das gepasst hat. Und wenn nicht, dann ist es auch egal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt. Schauen wir wieder rein. Dein Thomas Klein von der Mission Millionär. Bis dann und tschüss.